Hallöchen, hier ist wieder euer Talk und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute bei den Simpsons bauen wir das Häuschen von Miller aus. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bei den Simpsons wollen wir uns ranmachen an das Häuschen von Milhouse. Wir hatten es ja schon mal von einer langer Zeit gebaut, aber das kriegen wir natürlich wieder besser hin. Hier ist so ein kleiner Vorbau. Das Original wird sich im Blockmaterial natürlich noch ändern. Nur, das ist hier so ein kleiner Mix aus Spiele-App und aus den Folgen der Simpsons. Da muss man so ein bisschen gucken, wie man das Milhouse-Häuschen sich bastelt. Sie haben da oft, sag ich mal, verschiedene Varianten gehabt, von der Farbe und alles her. Von daher muss man sich da natürlich wieder so kleine Kompromisse machen, wie was man aus welcher Farbe sich halt basteln möchte. Naja, ich würde euch ja sonst auch noch gerne eine Folge empfehlen von Milhouse, wo man das Häuschen super sah, aber da gibt es nicht unbedingt allzu viele. Ich denke mal, ich finde bestimmt eine, dann werde ich euch sie hier mal einblenden, dann könnt ihr euch gerne angucken. Eine Folge, die sich natürlich nur um Milhouse dreht. Barts besten Freund. Naja, wir wollen jedenfalls anfangen, uns das Häuschen zu bauen. Ich denke mir, neben Skinners Häuschen passt das Ganze recht gut. Ihr seht schon, ich habe so mir ein bisschen Umriss hier schon überall so gebastelt. Bei Milhouse ist ja mal vorne so, sah man ja immer vorm Haus immer ein riesiger fetter Stein liegen. Ein Bäumchen steht, sag ich mal, in den aktuellen Folgen immer vom Häuschen. Und dahinter ist, habe ich jedenfalls gesehen, eine Schaukel. Was man sonst sich im Garten von Milhouse sich basteln kann. Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen ausdenken, wie halt so ein Garten ist. Kleine Beete oder auch vielleicht noch so ein kleiner Abstellschuppen. Naja, fällt einem bestimmt was ein. Ansonsten, bevor gleich noch die Frage kommt, wenn ich mir einen Zaun um das Häuschen ziehen möchte, wie viele Abstände sollte ich mir da lassen? Ich würde euch empfehlen, so 6 Blöcke zu jeder Seite sollte der Zaun Abstand haben. Ihr könnt natürlich auch 7 bis 8 Blöcke Abstand lassen, aber ich mache so 6 Blöcke. Das finde ich, geht noch alles so, weil da hast du einen guten Abstand, da sieht man auch, also kommt man gut durch und alles. Kannst vielleicht auch noch ein Auto daneben parken, wie auch immer. Naja gut, dann wollen wir mal anfangen. Ich gehe wieder an die Kiste ran. Für das Häuschen von Milhouse holen wir uns einmal ein bisschen Tonblöcke raus, denn Magenta-Betonblöcke. Dann holen wir uns glatter roter Sandstein raus, orange Keramik, Steinstufen, eine Schwarzeichentür, denke ich mal, passt super für die Eingangstür von Milhouse. Ne? Und dann nehmen wir noch ein bisschen Schwarzeichenholztreppen raus, polierte Andesitstufen und Treppen davon. Jetzt kann man natürlich wieder wild drauf losbauen, aber wir wollen natürlich noch vorher gucken, was für einen Abstand sollte man so haben zur Straße. Da gucken wir einfach mal kurz. Ich zähle mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 12 Blöcke Abstand würde ich mal sagen, kann man zur Straße lassen. Kann es natürlich auch weiter da hinten setzen, aber ich habe es jetzt auf 12 Blöcke. So, und dann wollen wir uns jetzt hier ein bisschen den Grundriss vom Häuschen ziehen. Ich ziehe mir jetzt erstmal hier, den Grundriss einmal gerade hier erstmal lang. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Blöcke erstmal gerade lang ziehen. Dann ziehen wir an den Seiten das Ganze noch nach hinten weg. Und zwar setzen wir da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 weitere Blöcke ran. Insgesamt sollten wir dann 13 Blöcke auf der Seite haben. So, andere Seite ziehen wir auch nochmal 12 Blöcke nach hinten weg. Dann haben wir schon mal den Grundriss von unserem Häuschen fertig. Jetzt fehlt natürlich noch der Grundriss von unserer Garage. Da würde ich mal sagen, fliegen wir einfach mal auf die rechte Seite von unserem Häuschen hin. Lassen auf der Seite jeweils vorne einmal hier einer an der Seite überstehen und auf der Rückseite nochmal einen überstehen. So, bei der Rückseite können wir das Ganze schon mal zur Seite wegziehen. Da haben wir ja jetzt an sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Blöcke einfach mal hinten rangesetzt. Auf der Vorderseite können wir uns das ein bisschen sparen, das alles hinzuziehen. Da wollen wir dann natürlich noch ein Tor machen. Da müssten wir erstmal wieder alles wegbauen. Von daher machen wir einen anderen Trick. Und zwar hinten auf der Rückseite ziehen wir einfach mal die Tonschicht bis nach vorne hin, so auf der gleichen Ebene hier. Und dann können wir das erstmal so lassen. Jetzt kommen wir denn erstmal zu unserem Magenta-Block. Jetzt wollen wir natürlich noch unser Häuschen ein bisschen in die Höhe ziehen. Wir fangen jetzt erstmal auf den Bereich an, wo unser Haus steht. Da wollen wir das Ganze noch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 weiteren Magenta-Tonblöcken noch erweitern. Und zwar nur der vordere Hauskomplex hier. So sollte das denn aussehen bei unserem Häuschen. Die Wände überall auf jeder Seite haben wir nochmal 6 weitere Betonblöcke einfach mal hingezogen. Und jetzt kommen wir nochmal zu unserer Garage. Die wollen wir natürlich ein bisschen niedriger setzen. Da setzen wir jeweils noch hier auf unseren Tonblöcken noch 1, 2, 3, 4 weitere Betonblöcke einfach mal rauf.
Wenn wir dann auch hier unsere Betonblöcke drauf haben, können wir vorne mal bei unserer Garagentorseite einfach mal oben noch die Schicht verbinden. Und dann setze ich mir nochmal in die Ecken jeweils einen weiteren Betonblock. So, jetzt können wir gleich mal schon das Tor zuziehen. Dann nehmen wir mal unsere Sandsteinblöcke und unsere Keramik ein bisschen. Wir platzieren jetzt unten, würde ich mal sagen, fange ich erstmal mit Sandstein an. Dann setze ich mir darauf eine Keramikschicht, dann wieder eine Sandsteinschicht und dann zum Ende wieder eine Keramikschicht. So, dann haben wir unser Türchen auch schon mal hier ein bisschen lang gezogen. Jetzt kommen wir natürlich noch bei unserem Häuschen, sage ich mal, an die Seiten zu sprechen. Da, wo wir denn, sage ich mal, denn unser Dach ein bisschen mit befestigen. Wir fangen jetzt erstmal bei unserer Garagenseite an. Ich platziere jetzt hier erstmal eine Ebene auf unserer Garagenseite, so dass ich an der Seite jeweils einen Block frei habe. Dann lasse ich mir zwei Blöcke frei auf jeder Seite und ziehe hier wieder so eine Ebene lang. Und dann lasse ich mir oben, sage ich mal, auch wieder an den Seiten jeweils zwei Blöcke frei und setze mir oben halt nur noch einen in der Mitte hin. Dann haben wir schon mal die Garage ein bisschen fertig. Jetzt kommen wir natürlich noch hier zu unserem Häuschen. Da setzen wir auch wieder erstmal an den Seiten noch ein bisschen was drauf. Wir lassen an der Seite eine Schicht wieder frei, ziehen uns hier eine Ebene lang, ne, eine Schicht freilassen. Dann lassen wir uns die jeweils immer zwei Blöcke an der Seite immer frei und können hier wieder eine Ebene ziehen. Das machen wir so lange, bis wir oben ankommen. Und ihr seht ihr, ne, können wir insgesamt halt nur zweimal machen und ganz oben machen wir dann eine Dreierschicht hin. Andere Seite hier natürlich genau das gleiche Spiel. An den Seiten lassen wir unten erstmal einen Block frei, dann lassen wir zwei Blöcke danach frei und dann machen wir es noch einmal, sodass wir oben dann zum Schluss drei Blöcke haben. Ja, da sind wir dann erstmal durch mit unseren Betonblöcken. Der Grundriss steht schon mal von unserem Häuschen. Das heißt, jetzt beginnen wir mit den Fenstern und den Eingangsbereichen. Da würde ich sagen, fangen wir auf der Garagenseite an. Da haben wir nur einen einzigen Eingangsbereich. Der befindet sich auf der Seite von unserer Garage auf der Rückseite. Da lassen wir an der Seite einfach hier die letzte Reihe einfach frei und schlagen wir hier die davorigen drei Blöcke weg. Das Ganze machen wir, würde ich mal sagen, auf eine Viererhöhe. Ich mache mir jetzt, sage ich mal, den Türrahmen mit der Keramik einfach mal hin. Aber da kannst du auch gerne Sandstein nehmen. Das ist so, sage ich mal, bei Millhaus so ein bisschen in diesem Farbton. Ich finde natürlich, Keramik passt besser dazu. Von daher nehme ich jetzt Keramik. Mache mir hier dann so einen Türrahmen rein. Setze mir dann die Schwarzeichenholztreppe oben einfach mal umgedreht hin. Darunter dann natürlich unsere Tür so reinsetzen und fertig ist der Eingang zu unserer Garage an der Seite. Da kann man sich dann natürlich am Ende dann noch so einen kleinen Weg hinziehen, wenn man hier noch so eine Auffahrt macht. So, dann wollen wir auch gleich noch die Tür vorne hinsetzen. Da beginnen wir auf der Vorderseite, würde ich mal sagen, hier auf der Seite von unserer Garage einfach mal an zu zählen. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 und 11 schlagen wir weg. Also was hatten wir jetzt hier? Also nachdem wir dann 8 Blöcke hier auf der Garagenseite freigelassen haben, können wir dann hier die nächsten 3 dann weghauen. Das machen wir dann auch wieder auf eine, würde ich mal sagen, 4er Höhe insgesamt. Obwohl, jetzt habe ich hier 5 Blöcke gemacht. Naja, machen wir mal lieber 5 Blöcke. So, dann setzen wir einfach mal hier die Keramik an den Seiten hin. Wie gesagt, 5 mal Keramik setzen wir jetzt hier hin. Oben machen wir es dann zu. Setzen denn darunter eine Schwarzeichenholztreppe hin und die Tür können wir natürlich noch nicht hier platzieren, passt natürlich noch nicht von der Höhe. Da nehmen wir mal kurz Steinstufen raus, da machen wir erstmal so einen Block davor hin, dann machen wir nochmal drei Blöcke nochmal einfach davor vor der Tür hin und dann machen wir hier so eine Stufenhöhe einfach mal davor, ne, dass man dann hier so hoch kommt und dann können wir hier die Tür auch reinsetzen. Dann haben wir schon mal unsere Türen fertig bei unserem Häuschen. Jetzt geht es natürlich hier ran an die Fenster. Wir beginnen auf der Vorderseite von unserem Häuschen. Einfach mal hier neben der Tür gleich auf der linken Seite. Wir lassen eine Reihe so frei. Und dann schlage ich mir hier drei Blöcke weg fürs erste Fenster. Dann lasse ich mir zwei Blöcke Platz und schlage mir hier nochmal drei Blöcke weg für Fenster. Dann haben wir an der Seite natürlich nochmal zwei Blöcke. So, diese Fenster machen wir auf eine Höhe von 3x3 insgesamt. Und wenn wir die auf 3x3 haben, können wir schon mal, würde ich mal sagen, Stufen unten und oben in die Ecken platzieren. Dann setzen wir einfach mal noch eine normale Treppe und eine umgedrehte einfach mal in der Mitte hin. Das machen wir hier noch einmal. Und dann lassen wir die Fenster erstmal so in der Ruhe. So, jetzt biegen wir hier einmal zur Seite ab. Hier richten wir uns so ein bisschen auf unsere vorigen Fenster auf der Höhe hier oben. Und dann lassen wir, sag ich mal, hier an der Seite wieder zwei Blöcke Abstand. Schlagen dann hier wieder drei Blöcke weg. Dann können wir drei Blöcke Platz lassen und wieder drei Blöcke weghauen. Die machen wir dann, würde ich mal sagen, auf eine Zweierhöhe insgesamt. Also schlagen wir noch eine weitere Blockschicht darunter weg. Und dann gucken wir, sind die Fenster auf der gleichen Höhe hier von oben aus gesehen? Ja, sind sie. Und dann können wir die Fenster hier auch wieder zumachen. Wir machen jetzt erstmal wieder Stufen in den Ecken oben und unten hin und dann setzen wir dazwischen einfach wieder zwei Treppen. Die verbinden sich jetzt natürlich hier und dann sind die Fenster damit auch abgeschlossen. Ich komme natürlich wieder einmal zur Rückseite. Ich werde euch jetzt hier nichts vorgeben von Türen und Fenstern. Da muss man mal gucken, wie man sich das Häuschen natürlich einrichtet. Dann könnt ihr euch die Fenster natürlich anpassen. Wieso sind, ich empfehle euch dann natürlich das gleiche Maß wie auf der Vorderseite, so ein bisschen euch die Fenster dann auf der Rückseite euch zu platzieren. Ihr könnt natürlich auch die Fenster von der Seite euch hier ein bisschen hin platzieren, wie ihr wollt. Also da bleibt wieder alles offen, kommt dann wieder drauf an, wie man sich halt einrichtet. Ihr kennt es ja.
Wir machen aber noch ein Fenster auf der Vorderseite hin, gleich neben unserer Haustür auf der rechten Seite. Wir lassen dann erstmal wieder eine Reihe hier frei und dann schlage ich mir hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg. Das Ganze mache ich mir auf eine 2er Höhe und dann lassen wir uns das erstmal so. Dann können wir das Blockmaterial wieder wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran. Denn um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal Akazienzaun raus. Dann holen wir uns rote Steinstufen. Davon natürlich nochmal die Treppe. Dann würde ich mal sagen, für unsere Fenster nehme ich mal türkises Glas. Dann hole ich mir noch Keramik raus, einen Ziegelblock, vielleicht noch eine polierte Granitstufe. Denn auch Eisen geht da. Und dann würde ich mal sagen, Steinziegelmauer benutzen wir. Als erstes würde ich mal sagen, beginnen wir mit den Fenstern, damit die endlich langsam mal fertig sind. Da können wir uns gleich mal unsere Steinziegelmauer uns einmal schnappen. Die wollte ich mich hier zwischen einmal platzieren. Das ist hier so eine kleine Strebe. Ich würde ja gerne auch davon die Stufen gerne nehmen, wenn man sich die irgendwo mal hinstellen könnte. Aber solange das halt immer nicht geht, müssen wir auf Mauern zurückgreifen. Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt einmal ins Häuschen rein und können hier auf der Rückseite von unserem Fenster überall unsere Glasblöcke einmal platzieren. Und hier bei diesen Einfenster auf der Vorderseite mache ich jetzt einfach mal hier innen drin, einfach mal auf den Seiten die Glasblöcke einmal hin. Und davor setze ich mir dann drei Glasblöcke einfach nach außen. Das hatte die Folge, weil wir jetzt hier vorne so ein nach außen gebeultes Fenster haben. Da machen wir jetzt darunter dann einfach mal unsere roten Steinstufen hin. Oben machen wir Treppen hin, so sage ich mal auf den Glasblöcken ganz normal und an den Seiten lassen wir sie einfach mal ein bisschen anecken. Und ja, an der Seite machen wir dann hier, sage ich mal, mit Akazienzaun so eine kleine Beugung rein im Fenster. Ja, kriegen wir hin, ja, machen wir so. Und dann haben wir die Fenster an sich so ein bisschen abgeschlossen, sieht auch eigentlich relativ schick aus. Und da seht ihr schon, man kann dann wieder innen drin mit Tapet und sowas arbeiten, weil wir die Glasblöcke natürlich wieder nach innen gesetzt haben. Also da bleibt wieder viel Spielraum. Ist eigentlich auch genug Platz hier im Häuschen, dass man sich hier was reinbastelt. Habe auch darauf geachtet, dass wir bei der Hausbreite natürlich auch eine Mitte haben. Das heißt, man kann sich dann auch hier natürlich eine Wand oder sowas reinziehen. Also von daher ist genug Platz, um sich alles reinzubasteln. Vom Wohnzimmer, Küche, Kinderzimmer, ne, Toiletten und was nicht alles. Ne, passt alles rein. Wir gehen aber jetzt nochmal zu unserer Garage einfach mal hin, denn wir können hier noch einen kleinen Griff uns ranbasteln. Das heißt, dann einfach unten in der Mitte setzen wir nochmal eine Treppe hier einfach mal von unserem Sandstein hin. Das ist so der Griff von unserem Garagentor, ne, dass man es auch irgendwie hochheben kann. Und wenn wir das haben, sind wir damit auch wieder fertig. So, jetzt geht's los, so langsam, dass wir das Dach bauen. Ich würde mal sagen, wir beginnen erstmal mit dem großen Dach. Wir fliegen jetzt einfach mal zu einer Seite hin. Und zwar jedes Mal, wenn so ein Übergang kommt, machen wir hier halt so eine Treppe hin. Das machen wir jetzt erstmal, bis wir hier, natürlich oben einmal ankommen. So, auf der anderen Seite geht's natürlich dann so auch wieder runter. Und dann setzen wir immer hier auf so einer glatten Ebene natürlich hier einmal so eine Stufe hin. Hier oben haben wir nur glatte Ebene. Das heißt, da setzen wir halt auch nur Stufen hin. Das haben wir dann schon mal ein bisschen geschafft. Das machen wir dann nochmal synchron auf der anderen Seite. So, dann haben wir es natürlich hier auf der anderen Seite auch schon mal geschafft. Jetzt geht es natürlich weiter mit dem nächsten Schritt. Die erste Aufgabe ist, dass wir es natürlich einmal miteinander auf beiden Seiten verbinden. Das kann man hier einmal schnell machen. So. Die fällt natürlich auf, ich habe mir jetzt hier oben in der Mitte einmal das hier einmal so freigelassen. Das hat den Grund, weil ich mir hier oben natürlich das Dach nicht so komplett platt hinsetzen möchte. Ich mache jetzt hier aus der Mitte einfach einen Block hin und dann ziehe ich mir einfach hier mit einer Stufe nur die obere Schicht einmal noch rüber bis zur anderen Seite. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch einen Block. So, wenn wir das Dach dann jetzt miteinander verbunden haben, ist die nächste Aufgabe, dass wir es natürlich nur an den Seiten überstehen lassen. Wir beginnen natürlich jetzt hier auf der einen Seite, das ist synchron, das machen wir dann gleich auf der anderen Seite auch noch hinterher. Ich setze mir jetzt erstmal in Massenarbeit die ganzen Treppen einfach mal einmal bis nach vorne rüber. Und wenn man dann die Treppen einmal rüber gesetzt hat, kann man natürlich die Stufen gleich nachziehen. Aufgepasst, hier oben setze ich mir das, da setzen wir das genau 1:1 so rüber, ne? Also die Stufen wie den Block einfach mal so einfach rübersetzen. Und wenn wir das haben, gefällt uns das Sache natürlich nicht. Es ist wieder so ein bisschen brüchig, das wollen wir wieder verstärken. Und zwar unter jeder Stufe, die wir haben, setzen wir nochmal eine weitere Stufe hin, damit das Dach natürlich ein bisschen stabiler wirkt. Und wenn wir das haben, was fällt uns natürlich noch auf? Natürlich die Vorderseite. Da steht ja gar nichts über. Da wollen wir jetzt auch noch was hinsetzen. Und zwar setze ich mir jetzt hier einfach mal glatt hier einfach mal an die Hauswand eine normale Treppenschicht hin. Und die Treppenschicht wollen wir natürlich dann auch noch mal einmal überstehen lassen. Und da setzen wir uns dann einfach mal eine umgedrehte Treppe an der Seite hin. Das machen wir natürlich auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. So, und das wollen wir natürlich noch mal auf der anderen Seite machen. Das heißt natürlich, wir setzen hier auf der glatten Hauswand eine Treppenschicht hin. Daran dann eine umgedrehte Treppe an die Seite hin. Und dann können wir das hier einmal bis zur anderen Seite wieder rüberziehen. Setzen dann hier gleich eine Treppe an und dann können wir hier auf der Seite natürlich das Ganze auch nochmal überstehen lassen.
So, wenn wir auf der anderen Seite das dann auch überstehen lassen haben und auch verstärkt haben, dass es halt nicht so brüchig ist, geht es weiter. Und zwar wollen wir jetzt bei unserer Garagen, also bei unserer Garage noch das darauf setzen. So, hier ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ne? Wir setzen erstmal hier uns die Treppen an jeden Übergang so ein bisschen hin. So, auf den freien Flächen setzen wir hier wieder einfach die Stufen uns einfach hin. Und wenn wir das haben, können wir das hier natürlich auch wieder einmal überstehen lassen. Natürlich wollen wir uns hier das Ganze auch wieder verstärken. Das heißt, auch hier wieder unter jeder Stufe setzen wir noch eine Stufe hin. Ne, das sieht immer ein bisschen besser aus. Und dann wollen wir noch eins machen, und zwar auf der Vorder- wie Rückseite setzen wir jetzt natürlich keine Treppe hin, wie bei unserem Häuschen hier nebenan, sondern bei der Garage setzen wir ganz normale Stufen einfach nochmal an den Seiten hin. So, das machen wir auf der Vorder- wie natürlich auf der Rückseite. So, und wenn wir das haben, können wir natürlich noch den Rest hier dazwischen noch zum Haus verbinden. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich habe mich schon wieder ein bisschen was vorgemakert. Und zwar kommen wir jetzt, nachdem wir die Dächer natürlich so ein bisschen fertig haben, dazu, was auf dem Dach noch zu platzieren. Und zwar bei Millhaus ist natürlich, sag ich mal, ein Schornstein auf dem Garagendach. Ich weiß immer nicht, warum die immer die Schornsteine bei der Garagenseite haben und dann auch noch so weit abstehen vom Haus. Verstehe ich immer nicht. Aber das ist bei Millhaus so vorgegeben, dass, sag ich mal, der Schornstein immer auf der Garagenseite ist und auch immer ziemlich weit absteht vom Häuschen. Wie da wohl der Schornstein gebastelt ist, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls wollen wir uns den natürlich genauso basteln, wie sie den haben. Das heißt, jetzt einfach bei der Garagenseite suchen wir uns hier die Mitte raus. Die haben wir natürlich hier oben, fliegen dann einfach mal bis zur Hausseite hin. Wir lassen dann hier hinten, würde ich mal sagen, zwei Blöcke, hier noch Platz. Und dann können wir hier zur Seite einfach mal hier vier unsere Keramikblöcke einfach mal hinsetzen. Das Ganze würde ich mal auf eine Höhe von insgesamt, also es sollte ein Block höher sein, als das Häuschen ist. So, dann haben wir jetzt hier, was haben wir jetzt hier hingesetzt? 1, 2, 3, 4 Blöcke. Also sagen wir mal 5 Blöcke, setzen wir uns das hier einfach mal hoch. Ganz oben drauf machen wir das hier einfach mal zu mit unseren polierten Granitstufen. Und dann können wir hier noch ein paar Ziegelsteine uns hier ein bisschen noch reinhauen, ne, dass das Mauerwerk hier so ein bisschen angefressen ist. Kann man hier so ein bisschen machen. So. Markern wir uns das Ganze hier so ein bisschen lang. Ne, da kann man sich aussuchen, wo man das hier immer sich ein bisschen platzieren möchte. Ja, das sollte ausreichen. Und dann haben wir hier unseren Schornstein schon mal hingebastelt. So leicht neben unseren Schornstein sah man immer drauf, dass da eine Antenne ist. Für natürlich Fernsehen und alles. Da würde ich mal sagen, ja, das setzen wir dann einfach mal hier auf der obersten Treppenschicht hier einfach mal hin. Hast hier an der Seite so drei Treppen Platz. Und dann setzen wir einfach mal hier gleich die Antenne ran. Da würde ich mal sagen, die war so ein bisschen auf der gleichen Höhe wie unser Schornstein. So, dann setzen wir einfach hier, na doch, müssten schon drei machen, drei. Sonst sieht das alles nicht aus. So, setzen wir also drei Eisengitter einfach mal hin. Dann würde ich mal sagen, geben wir einfach zur Seite nochmal drei weitere Eisengitter. Eins, zwei, obwohl nur zwei sollten auch reichen. Ja, sonst wird das noch zu groß. So, und dann machen wir uns hier so eine kleine Antenne hin und fertig ist das Ganze. Ne? Dann haben wir auch einen Fernsehempfang schon mal. Und dann machen wir auf der anderen Seite nochmal einen kleinen Schornstein, der sich da befindet. Da würde ich mal sagen, den machen wir auch hier bei der obersten Treppenschicht hin. Lassen wir dann auch wieder zur Seite so drei Blöcke Platz. Und dann würde ich hier einfach mal, na, da setzen wir uns dann, würde ich mal sagen, hier müssen wir ein bisschen Tricks hin. Und zwar mache ich mir jetzt hier so einfach mal hin, dass ich mir das hier auch drauf platzieren kann. Ups, muss ich nochmal ein tiefer gehen hier. So, dass der Schornstein dann, sage ich mal, hier aus dem Hausdach raus ist. Und den machen wir dann auf eine Höhe von 2 insgesamt. Ja, das geht. Ne, das fällt nicht so auf vom Weiten. Ja, dann haben wir hier das Ganze auch schon fertig. So, aber wir haben noch ein bisschen was in der Kiste. Wollen wir uns das letzte natürlich auch noch rausholen. Ja, dann holen wir uns einfach mal noch einen Steinscheiter raus. Eichenblätter, ein bisschen Gras können wir uns natürlich auch noch rausholen. Ja, und dann holen wir uns auch Tropenbaumfalltüren raus. So, ich beginne erstmal mit den Tropenbaumfalltüren. Und zwar haben wir auf der Seite unseres Häuschens ja hier zwei Fenster hingemacht. Darunter befinden sich noch ein paar Blumenkästen. Kann man natürlich dann hier einfach mal mit den Tropenbaumfalltüren sich hier hin platzieren. Darauf dann natürlich eine beliebige Blätter halt einfach mal ein bisschen hinmachen. Und wenn man das hat, kann man die Blätter noch für was anderes benutzen. Und zwar rings um unser Häuschen ist natürlich auch noch ein paar Büsche und sowas gepflanzt worden. Da haben unsere etwas dunklere Grasflächen gehabt. Da habe ich mir hier so grünen Beton einfach mal hingesetzt. Kann man ja auch gerne nochmal machen, ums Häuschen so grünen Beton nochmal setzen. Und da kannst du dann abwechselnd halt so noch ein paar Büsche, die einfach mal hier willkürlich platzieren in der Menge halt und wie sie halt sind. Ne? Da kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Warte mal, das mache ich mal hier kurz. So in etwa kann man sich die Blätter hier ein bisschen platzieren. Ich glaube, ich habe es auch ein bisschen jetzt übertrieben mit den Blättern, aber ne, zum Anschauen geht das Ganze. Ich werde natürlich hier noch ein bisschen mehr hinsetzen. Ich muss ja das Häuschen eh noch einrichten, von daher werde ich die Blätter hier, glaube ich, auch noch ein bisschen noch bearbeiten. Aber so ein bisschen so willkürlich kann man sich die hier so rum ums Häuschen noch platzieren.
Ja, dann haben wir natürlich noch einen Steinschalter, den kann man da gerne noch nehmen für eine Klinge vorne. Und natürlich die Gräser, die kannst du dir einmal hier so davor platzieren oder tauscht auch vielleicht nochmal hier irgendwie so einen Betonblock aus und setzt dann hier einfach noch ein paar Grasblöcke dazwischen. Ja, ansonsten kannst du hier überall hier vorne noch überall ein bisschen Gräser platzieren. Wie gesagt, vor dem Mittelhaushäuschen ist immer so ein riesiger Steinbrocken, kann man sich natürlich auch willkürlich hier irgendwo noch hin platzieren. Bäumchen ist in den aktuellen Folgen, wie gesagt, vorne noch. Und dann haben wir das Häuschen hier auch von Milhaus fertig. Dann sind wir auch hier mit Milhaus Häuschen fertig. Jetzt fehlt natürlich noch das Innenleben von Milhaus. Daran werde ich mir jetzt natürlich auch noch setzen. Da gibt es dann halt eine zweite Folge. Die verlinke ich euch dann natürlich noch unten einmal. Und dann gucken wir uns nochmal an. Ich versuche dann so gut es geht, aus Folgen, sage ich mal, die ganzen Räumlichkeiten hier reinzubauen. Wie es geht denn hier in Minecraft, das gucken wir uns dann wie gesagt an. Dann zeige ich euch auch wieder die Bilder und alles. Und dann schauen wir mal. Ja, und auf der Rückseite, wie gesagt, muss man immer gucken, wie man sich halt einrichtet. Ja, auch den Garten ist alles offen. Die Van Houtens haben nicht unbedingt was vorgegeben, wie sie hinten ihren Garten machen. Also alles offen. Ne? Auch die Schaukel, das hat man nun gesehen, halt von hinten so ein bisschen. Und ich glaube, so eine Schaukel, die ist auch relativ simpel, sich hinzubasteln, ne? Wenn man hier sich das ein bisschen so anguckt, falls man sich die natürlich bauen möchte. Ja, ansonsten heißt es für mich hier wieder vorne hinstellen. Wir hören uns dann zur Tour von dem Van Houtens Häuschen und dann zack, wenn ich vorne safety stehe, hören wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.